Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Bevor es losgeht, eine kleine Anmerkung zu dieser 23 Kilogramm Sammlung, bei der ja eigentlich noch mehrere Parts kommen sollten. Das fällt entweder ganz aus oder verzögert sich, weil ich habe diese Parts zwar noch auf meinem Rechner, allerdings muss es mir irgendwie die Dateien geschossen haben. Ich kann sie weder öffnen, noch bearbeiten, noch sonst irgendwas, ja. Deswegen muss ich jetzt halt erst gucken, was ich da mache. Das soll heute aber nicht Thema sein. Heute ist diese Box, beziehungsweise zwei Boxen, unser Thema. Ich habe hier neben mir noch eine andere, die wir uns dann noch anschauen. Und heute geht es um ein paar vorsortierte Karten, die wir uns angucken möchten. Wir haben eine Box mit Ritualmonstern und eine Box mit normalen Effektmonstern. Die Effektmonster sind, denke ich, sogar eher aus der neueren Zeit. Wenn ich jetzt die richtige Box hier habe, ja genau, mit Sachen aus Shining Victories und aus ganz aktuellen Sets und Maximum Crisis und so weiter. Und das hier ist jetzt eher Oldschool, was wir hier haben. Ich schätze mal, da das hier auch das sein wird, was die meisten interessiert und ich jetzt hier nicht die Leute zu sehr auf die Bank spannen, auf die Folterbank spannen möchte, fangen wir mit dieser Box hier an. Vor allen Dingen, da ich schon über eine Minute am Schwätzen bin. Gut, dann machen wir den Käse hier mal auf und schauen, was wir hier haben. Wir stellen die hier mal zur Seite. Vielleicht sage ich auch was zu einer oder anderen Karte. Das ist halt so, ich muss das hier irgendwie... Das ist halt, das Rausnehmen ist ein bisschen das Problem, weil seht ihr, wie das wegglitscht, wenn ihr einen zu großen Stapel nehmt. Das ist das Problem, deswegen, ihr seht es schon hier vorne, richtig sick. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das hier richtig gedingst habe. Gut. So. Ist ein bisschen umständlich, tut mir leid, aber es geht halt nicht anders, sonst klatscht das ganze Zeug weg. Also, wir starten und zwar mit was richtig, richtig coolem. Einen Festungswahl, beziehungsweise mehreren Festungswahlen. Und zwar aus dem Tournament Pack 7. Ich weiß aktuell nicht, was die Karte geht. Damals, als ich sie gekauft habe, ging sie so um die 70 Euro das Stück. Wir haben einige in Deutsch, einige in Englisch. Ich glaube sogar mehr in Deutsch als in Englisch, wenn ich mich täusche. Und eine aus dem OCG, aus einem Volume Pack. Richtig, richtig cool. Die habe ich mir dann einfach nur geholt, weil ich sie unbedingt haben wollte, weil es halt einfach eine alte Volume Pack Karte ist. Oder war es überhaupt Volume Pack? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall noch eins der ganz, ganz alten Sets. Ja, schauen wir uns mal ganz kurz das Artwork so ein bisschen an. Wir machen das ganz einfach so. Wir legen jetzt mal hier, damit das auch ein bisschen nach was aussieht, legen wir ein paar Exemplare hin. 4 Stück. So. Und gucken uns hier mal an. Ja, Festungswahl ist eine relativ coole Karte. Es ist halt, ja, typisch Oldschool, simpel gehalten vom Design her, aber genau das ist es, was mir gefällt. Ich finde, die Karte ist auch durch diese Wassertextur extrem einzigartig. Das schlägt sich auch in der Ritual-Zauberkarte nieder. Da muss ich drüben nochmal gucken, da habe ich auch noch ein paar von den Ritual-Zauberkarten rumliegen. Ich habe hier jetzt, glaube ich, bloß 3 Stück drin. Und ja, es ist aber an und für sich tatsächlich eine meiner Lieblings- Tournament Pack Monster. Ja, ist einfach so. Ich mag die Karte. Ich mag allein schon, weil es eine Ritualkarte ist. Ja, ich liebe ja Ritualkarten. Deswegen mag ich auch die Link Monster so, weil ich mag einfach Blautöne. Und auch Obelisk ist deswegen mein Lieblingsgott sozusagen. Einfach weil Blau für mich eine ganz besondere Farbe ist. Und ja, ist auf jeden Fall eine relativ teure Karte gewesen. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr auch einen besitzt. Ich finde es immer toll zu hören, wer was hat und am besten natürlich auch zu sehen. Okay, das geht jetzt hier vielleicht nicht, aber innerhalb der Kommentare kann man sich ja mal darüber austauschen. Es gibt sehr, sehr viele schöne Tournament-Pack-Karten, Champion-Pack, Turbo-Pack und Astral-Pack-Raritäten. Und der Festungswahl ist eben eine davon. Und vor allen Dingen in Deutsch sehr, sehr schwierig zu bekommen heutzutage und dann auch noch im guten Zustand. Ja, also wirklich, wirklich sehr schön. Und zu guter Letzt zeige ich euch hier auch nochmal den japanischen. Das ist der japanische, der ist auch super rare. Im Prinzip bräuchte ich ihn im Endeffekt gar nicht. Wobei man sagen muss, doch, ich sehe gerade was. Seht ihr das? Der hat eine andere Farbgebung. Guckt auf den Turm oben. Hier ist er grau und hier ist er grün. Also haben wir es doch schon wieder. Ich keine Ahnung, warum das hier anders ist. Wahrscheinlich, weil es zu militärisch aussieht, wenn er grau ist. Aber na gut, was soll's. Dann haben wir natürlich noch die Ritual-Zauberkarte. Da ist der Turm dann seltsamerweise grau.
Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, ja, da muss man, glaube ich, nicht allzu viel sagen, ist halt vom Look her so ähnlich wie das Monster selbst. Man sieht ja auch einen Teil vom Monster selbst und auch die Textur vom Wasser ist dieselbe. Also von dem her hauen wir das mal beiseite. Jetzt tun wir mal bloß hier kurz, den will ich ganz hinten haben. Oh. So. Dann geht's weiter mit dem Black Luster Soldier. Da haben wir jetzt natürlich mehrere Raritäten. Hier haben wir jetzt die Ultimate aus Japan. Ne, natürlich auf eine gewisse Art und Weise beliebt bei Sammlern, vor allen Dingen bei mir. Ist halt einfach richtig schön, das Ganze zu sehen. Ich lege hier unten auch mal wieder ein paar hin. Ich habe in Ultimate erst 3 Stück von ihm, leider Gottes, noch nicht mehr. Aber was soll's. Kommt noch. Ne, Yannick? Kommt noch. So, jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen ums Artwork. Ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Ich finde auch irgendwie, dass diese Karte, also es war damals eine Karte, die wollte jeder haben. Ich weiß das noch, auf dem Schulhof war in etwa vergleichbar mit dem Blue Eyes White Dragon, ja, den jeder haben wollte und auch nur wenige hatten, obwohl er in dem Starterdeck drin war. Gilt natürlich auch für die. Und ja, es war auf jeden Fall eine Karte, die wollte auch ich unbedingt haben. Und es ist halt einfach, ich weiß nicht, dieses schlichte, zweidimensionale Design, sage ich jetzt einfach mal, hinter diesem, mit diesem blauen Hintergrund, der auch ebenfalls relativ schlicht gehalten ist, und dann noch die Tatsache, dass es sich um Ritualmonster handelt, macht das Ganze natürlich perfekt, ja. Ist halt einfach absolut geil. Und das tatsächlich auch von den Black Luster Soldiern mein absoluter Liebling, ja. Gibt's gar nichts, gibt keine besseren. Es gibt andere, die richtig geil sind. Zum Beispiel den der Abenddämmerung finde ich nice. Oder dann eben den aus Invasion of Chaos auch, den klassischen. Finde ich auch sehr, sehr schön. Aber das ist halt einfach so mein Liebling. Hier in Ultra Rare, den haben wir jetzt natürlich entsprechende Exemplare. Die ist ja nicht selten, die geht ja bloß ein paar Cent. Hier in Ultra Rare haben wir einige. 9 Stück müssten es insgesamt sein. Und genau. Dann haben wir natürlich auch noch den in Super Rare. Der kommt dann tatsächlich aus einem richtigen, also so richtige Booster-Holo aus dem Duelist Pack Battle City, glaube ich. Genau. Super Rare natürlich auch sehr schön. Mit einem etwas größeren Bild. Wobei ich sagen muss, das mit dem kleinen Bild gefällt mir auch ganz gut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich mehr mag. Ich weiß nicht vom Layout her. Im Prinzip, es fällt kaum auf, außer wenn man es halt nebeneinander hält. Aber ich mag es auf jeden Fall. Ich mag übrigens auch im Allgemeinen den Look von den neuen Karten, so vom, auch von der Qualität her. Hier haben wir jetzt einen schwarzglänzenden Soldaten aus dem Duelist Pack Yugi. Auch sehr schön. Die meisten Karten in meiner Sammlung sind übrigens Nirmint. Ne? Es gibt ganz, ganz wenige, die zum Beispiel wie hier oben mal eine Sache haben. Also wirklich wenige im Verhältnis. Es sind vielleicht von den 350.000 Karten, die ich habe, sind es vielleicht 50.000 oder so, die das haben. Ansonsten sind wirklich alle Nirmint. Genau, dann haben wir natürlich noch das Exemplar in Kamen, sehr logisch. Und dann geht es natürlich weiter mit dem Ritualzauber, der natürlich auch dementsprechend cool aussieht. Der hat hier die 2 Schwerter, ne? Richtig cool. Ist halt, ja, sieht aus wie so ein Schrein, gefällt mir halt. Genau. Ich glaube, mehr muss man jetzt in dem Zuge nicht zu der Karte sagen. Die Ritualzauberkarte, die lassen wir jetzt auch mal beiseite. Genau. Die gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Raritäten. In Japan gibt es das noch in Ultra Rare, bei uns halt in Super und Kamen. Ich habe hier ein paar ältere Kamens, ein paar modernere aus den Legendary Decks. Und ja, genau. Dann haben wir, ich muss hier mal ein bisschen schneller durch. Genau, das hier ist jetzt der Skull Guardian. Nicht, also ich habe ihn tatsächlich erst 1 oder 2 Mal aus dem Tournament Pack. Ich weiß bloß nicht wo. Ich habe leider Gottes nur die Ritualzauberkarte von ihm aus dem Tournament Pack gefunden auf die Schnelle. Beim Sortieren hier haben wir sie auf jeden Fall in Super Rare. Bei uns, das ist eine Rare, auch sehr alt. Hier noch kein Initialien und kein Holo-Kästchen. Da haben wir hier auch 9 Stück von. Ich werde jetzt hier ein bisschen schneller durchgehen. Das Artwork ist natürlich auch bombastisch. Absolut, gibt es gar nichts zu sagen. Schön oldschool, schön schlicht, schön morbide, schön böse. Ja. Dazu natürlich auch die passende Ritual-Zauberkarte hier in Super Rare. Und hier hinten haben wir sie dann hier eben noch einmal in Rare. Das war übrigens ein Geschenk. Wert ungefähr 20 Euro gewesen vom lieben Michael. Von dem übrigens bald eine richtig krasse Sammlung ankommt wahrscheinlich. Kann ich aber noch nichts Genaueres zu sagen. Es ist ja, wir warten einfach mal. Ne? Hier nochmal an der Stelle danke an dich.
Und jetzt sind wir fertig mit dem ersten Kästchen und wir haben schon fast 10 Minuten verschwendet. Deswegen werde ich hier jetzt mal richtig Gas geben. Ja. Möglicherweise machen wir die zweite Box auch in einem Extra-Video. So. Dann geht's weiter mit dem schwarzen Magier des Chaos. Hier ebenfalls ein Ultimate Rare aus Japan. Da habe ich 3 oder 4 Stück von, nee, 5 sogar. 5 Stück davon. Die war relativ teuer, 20, 30 Euro das Stück damals gekostet. Ich glaube, mittlerweile ist sie ein bisschen günstiger. Ist aber auch eine extrem coole Karte. Ist auch aus einem Original-Booster damals. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, weil die haben hier mittlerweile zwar eine Set-Angabe, das ist allerdings nur eine Nummer, 306 oder so. Trotzdem sehr, sehr cool und auch das ist mein, der gefällt mir auch besser als der, als die Effektversion dann aus Invasion of Chaos. Einfach das Artwork ist ein bisschen böser, das Artwork ist einprägsamer und vor allen Dingen ist es eine Ritualkarte. Ja. Ritualkarten bestechen schon allein durch ihr Layout oder durch ihre Farbgebung. Natürlich haben wir dann auch noch aus dem Premium Pack in Secret Rare, ne, kennen wir, der ist ja jetzt so an sich nicht großartig außergewöhnlich. Ich habe davon noch mehr. Ich habe nicht nur 4. Ich habe davon alle 9. Ich weiß bloß nicht wo. Also das muss ich ganz klar sagen. Hier finden wir jetzt nicht alle Exemplare, die ich besitze, sondern halt wirklich nur die, die ich jetzt beim Suchen so gefunden habe. Ja, hier aus der Legendary Collection natürlich. Aus den Legendary Decks in Ultra. Das ist, finde ich gut, dass der hier in Ultra rausgekommen ist. Da muss ich mir nämlich nicht den aus Japan in Ultra holen. Nur noch die Ritualzauberkarte, weil die ist bei uns ja leider nicht in Ultra rausgekommen. Genau, dann natürlich noch ein Kamen. Auch ein Kamen ging mal einiges früher aus der Legendary Collection. Und dann geht es natürlich weiter mit der... Was haben wir denn hier? Ist ja Dreck. Dreck, das geht ja gar nicht. Dann haben wir hier natürlich die Ritual-Zauberkarten. Auf die ich jetzt hier auch nicht großartig, sage ich mal, weiter eingehen möchte. Jetzt haben wir vergessen, die da unten hinzulegen. Das macht nichts. Holen wir nach beim nächsten. Der nächste. Ja, der nächste ist wieder was richtig Krasses. Ich lege erstmal unten hin. Das ist der Dokuro Rider, heißt der, glaube ich. Und das ist die allererste Ritualmonsterkarte, die rauskam. Also wirklich die allererste Ritualmonsterkarte. Natürlich auch mit dem passenden Ritualzauber dann auch dazu in Ultra Rare. Die geht in etwa 10 Euro aus dem OCG hier. Und ist natürlich auch eine recht, recht coole Karte. Ja, ich mag sie vom Design her, sie gefällt mir einfach. Ich finde es toll. Und ich habe auch alle Exemplare, die ich benötige. Ich weiß gar nicht von wem, aber irgendwer hat mal auf einen Schwung 7 oder 8 Stück davon herbekommen. Die habe ich natürlich sofort rangeholt. Ja, das war natürlich einfach, einfach klasse. Muss man einfach so sagen. Richtig geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell an die alle rankomme. Aber es war dann doch so im Endeffekt. Und hier haben wir jetzt das seltenere Exemplar in Rare aus dem Tournament Pack 2. Geht, glaube ich, 40 Euro oder so. Und dann ein, dann geht es erstmal weiter mit den Ritual-Zauberkarten, die übrigens auch richtig geil aussehen. Hätte auch als alternatives Artwork für den hergenommen werden können. Und ich habe zu guter Letzt hinten noch ein Playset von denen ebenfalls aus dem Tournament Pack 2, wo, glaube ich, auch eine 39 Euro oder so ging. Also das sind veraltete Werte, wohlgemerkt, ne? Nur damit ihr mir da Bescheid wisst. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe das jetzt hier vor dem Video alles nochmal neu ergoogelt. Habe ich nicht. Ich habe das tatsächlich so gemacht, dass ich jetzt halt einfach mein altes Wissen hergenommen habe. Wahrscheinlich wird es noch aktuell sein. So stark schwankt das jetzt auch nicht. Richtig. Dann geht's weiter mit dem... Ja, das ist eigentlich eine relativ moderne Karte, aber es gehört zu einem Oldschool-Thema. Und zwar der Paladin des Schwarzen Drachen. Hier in Collector's Rare. Leider sieht man das gerade nicht so gut. Ich hole es mal raus. Collector's Rare, wie ihr wisst, diese Abwandlung vom Ultimate Rare, ja, kann man jetzt, weil ich halt gerade mit Naturlicht aufnehme und keinen direkten Scheinwerfer drauf habe, schlecht sehen, aber wer meine anderen Videos oder meine Videos im Allgemeinen schon länger verfolgt, der weiß, wie das aussieht. Da habe ich hier 2 Stück und dann natürlich die in Secret. Ich suche ich muss nochmal gucken, wo meine ganzen Ultras von der sind, ne? Die ist ja, glaube ich, auch in Ultra rausgekommen. Ich weiß nicht, wo ich die hin habe. Muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall Paladin des Schwarzen Drachen, eins der optischen Highlights aus Dark Revolution, wollte ich schon sagen, aus Dragon of Legends 2. Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, Ultras haben wir jetzt hier nicht. Ich weiß nicht, wo ich die hin habe. Vielleicht sind sie auch schon auf dem Dachboden in irgendeinem Koffer. Ich muss mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass wir hier schon mal ein paar Secrets gefunden haben. Müsst verstehen, die Tinboxen immer durchsuchen, das ist echt immer boah. Ne? Dann haben wir hier ein Super Rare aus dem CPD 1.
haben wir auch noch zweimal. Ein Super Rare sieht übrigens auch relativ cool aus. Ein Ultra Rare gefällt er mir aber am besten. Und oder auch in Secret Rare bzw. in Collectors Rare sowieso. Und da hinten haben wir natürlich nochmal die Ritualzauberkarte. Die Ritualzauberkarte finde ich jetzt gar nicht so schön. Ich finde sie jetzt auch nicht sonderlich hässlich, aber ich finde sie hat halt wirklich kaum Wiedererkennungswert. Also ja, die hätte man vielleicht auch ein bisschen, ich sag's mal, schöner designen können. So, dann haben wir das Fächchen auch fertig. Dann drehen wir den ganzen Käse hier mal. So. Dann geht's weiter. Es ist wirklich schwierig, die da rauszubringen, also ohne dass es einem davon gleitet sozusagen. Jetzt haben wir in Millennium Super Rare Dark Master Zork. Das hier sieht man das vielleicht, die Millennium Folie. Ist halt gerade ein bisschen schwierig. Von denen habe ich wirklich, also zum Saufüttern, ich habe glaube ich auch noch eins davon zur Abgabe im Tradebinder, inklusive dann der Ritualzauberkarte. Legen wir es einfach mal hier unten hin. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte, die sogar, soweit ich weiß, auch im allerersten Yu-Gi-Oh! Anime, also dem, Season 0 halt, hat der glaube ich auch eine Rolle gespielt, sah aber glaube ich komplett anders aus. Genau, Millennium Super aus dem Millennium Pack aus Japan. Bei uns war es eine Kamen im Millennium Pack. Und wie ihr seht, ich habe hier eine ganze Menge von denen. Also die sind jetzt nicht so selten. Dann haben wir natürlich den aus Dark Crisis. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich hier die in First auch mit drinnen habe. Ich glaube aber nicht. Nee, ich habe hier nur 4 Stück. Die anderen muss ich mal gucken, wo die hin sind. Dann haben wir natürlich noch die in Rare. Aus dem Champion Pack sind die. Ja. 2 Stück. Irgendwo habe ich bestimmt auch noch andere. Irgendwo in den Weiten meiner Cummins und Rares muss ich auch mal gucken. Wobei ich die ganzen Champion Pack Sachen eigentlich schon zusammengesammelt habe vor einer ganzen Weile. Ich schaue es mir mal durch. Dann natürlich die aus unserem Millennium Pack. Und dann folglich auch die Ritual-Zauberkarte, die ich übrigens extrem geil finde vom Design her. Hier auch in Millennium Super Rare und dann natürlich dementsprechend auch in Kamen. Ne? Ne? Gut. So. Dann, dass wir das vielleicht noch vor Ende der 20 Minuten hinkriegen, haben wir den Paladin des Blaue gegen Weißen Drachen oder den Paladin des Weißen Drachen. In Ultra Rare, sehr, sehr schöne Geschichte. Aus Magician's Force, da haben wir, glaube ich, ich habe nur eine First von denen. Wo ist er denn? Hier ist er, genau. Die ist First. Die hat hier unten eine leichte. Es ist keine Beschädigung im Sinne von, die Karte ist kaputt, sondern da ist einfach der Lack ab. Ja, da ist keine Farbe dran. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Beschädigung ist oder ob das ein Misprint ist. Aber das hier unten ist tatsächlich dann auch das Einzige. Ansonsten ist die Karte absolut niemand. Sehr cool auf jeden Fall. Die anderen sowieso. Okay, hier ist vielleicht noch die Schrift ein bisschen angekratzt, aber das ist halt für meine persönliche Sammlung. Ausgestellt wird die natürlich nicht. Die anderen schon. Und ja, ein Ultra Rare natürlich ein absoluter Anblick. Ja. Unglaublich schön. Einer der schönsten Ritualmonsterkarten ever. Dann haben wir sie natürlich hier in Super Rare. Ich habe die anderen in Super Rare leider schon im Koffer. Das weiß ich. Ich habe die einsortiert. Ich habe deswegen hier nur eine. Schade eigentlich, aber ich wollte sie jetzt nicht aus den Koffern rausholen für das Video. Dann aus dem Duelist Pack Kaiba natürlich noch die Rares, ne? 6 Stück. Also quasi so viel, wie es sein sollte. Und dann eben noch die Cummins aus dem Starter Deck Kaiba, glaube ich. War nur noch aus dem anderen Set noch? Ich glaube nicht, oder? Ne, genau, die sind alle aus dem Starter Deck Kaiba. Und ja, das war es dann mit den Paladinen. Mehr gab es nicht. Mehr Exemplare habe ich abgesehen von denen in Super Rare im Koffer auch nicht. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ich brauche noch 4 in Ultra, die ich mir besorgen muss. Habe aber gerade, ja gut, Tauschkarten habe ich schon. Habt ihr eigentlich, ich habe ja gestern ein Siegel von Eurykalkos aus Dragon of Legend verkauft. Ihr müsst mal auf Marke gucken, wie viel die geht auf Deutsch. Das ist ja abartig. Da findest du erstmal eine riesen Litanei, wo nur Englische sind, die alle absolut bezahlbar sind. Und der erste auf Deutsch, da geht es dann bei 12 Euro los. Oder nee, bei 9 Euro. Kann ich mir gar nicht vorstellen, da muss doch irgendwas nicht stimmen, ja. Okay, aufgegeben. Aufgegeben haben wir hier in Ghost, bzw. Holographic Rare, zweimal aus Japan. Hier nochmal, danke an, wer war das jetzt? David Ritter, genau. Danke an den Dude, der hat mir ziemlich kranken japanischen Stuff verkauft.
Dann Relinquished aus der Master Collection. Sieht jetzt krasser aus, als sie ist. Die ist auch nichts wert, ein Euro vielleicht. Aber sie ist halt Secret und sieht halt in Secret einfach unglaublich geil aus, wenn man sie gegen das Licht hält. Ansonsten ist der Secret Rare Effekt wirklich kaum zu sehen. Also man braucht wirklich, wenn man sich diese Karte angucken möchte und das Artwork genießen möchte, beziehungsweise auch den schillernden Effekt, dann braucht man wirklich Licht. Ja, also bei der Karte ist es so, du brauchst wirklich Licht, weil ohne wirklich einen direkten Scheinwerfer drauf oder so, siehst du hier kaum Secret Rare Effekt. Also das sieht fast aus wie bei einer Super Rare. Also das ist halt einfach so. Gut, legen wir uns auch mal hier unten hin. Habe ich jetzt bei den Dingen auch nicht gemacht, aber wir werden es überleben. So. Dann haben wir natürlich das Typische aufgegeben in Ultra Rare. Die meisten, die ich habe, sind aus dem Starter Deck. Ich glaube, ich habe eine aus Spare Ruler. Relativ weit hinten. Ich glaube, doch auch der einzige, der nicht First ist. Ja, genau hier. Die ist aus Spare Ruler. Unlimitiert. Ja, und die ist eben aus dem Starter Deck. Beides Ultra Rare. Dementsprechend, warum nicht die günstigere Alternative? Natürlich, wenn mir dann die aus dem Spare Ruler auch in First oder so angeboten werden oder ich sie bekomme, nehme ich die natürlich auch, gar keine Frage. Dann wird es halt ausgetauscht. Und ja, dann haben wir hier noch welche in Super Millennium Rare. Habe ich da schon alle 9? Ich weiß es gerade gar nicht. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal 4 Stück. Natürlich habe ich 9. Ich habe ja auch schon welche im Trade Binder. Genau. Also die gibt es auch wie Sand am Meer. Die, wenn ich die vertausche, ja, also ich habe ja von denen manchmal welche im Tradebinder, wie gesagt, Sorg und so, verlange ich immer einen Euro. Und das ist eigentlich schon zu teuer. Also das ist nichts weiter als eine glitzernde Kamen eigentlich. Das ist eine super rare Millennium glitzernde Kamen. Aber mein Gott, das muss ich ja auch lohnen beim Tauschen. Ansonsten verweise ich auch gerne auf meinen OCG-Händler, da könnt ihr das auch ganz günstig bestellen. Allerdings weiß ich nicht, ob der euch das für unter einen Euro anbieten kann. Dann, aufgegeben aus Dark Beginning, da habe ich auch wesentlich mehr. Ich habe hier jetzt plus 2 Exemplare. Ich glaube, die anderen sind auch schon im Koffer. Aber bei den aufgegebenen Super Rare habe ich auch schon 9 Stück auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich noch die in Kamen und, was macht die da hinten? Also erstmal einen Rare aus der Legendary Collection und dann eben hier noch ein paar Kamens. Natürlich habe ich auch hier mehr, allerdings in den 10 Boxen, wo ich so gut wie nie nachschaue. Natürlich haben wir dann hier auch die Ritualzauberkarten, auch hier in Millennium Super. Auch in Ultra Rare gibt es die in Japan, bei uns leider nicht. Hier nochmal die normalen Supers, so sieht es meiner Meinung nach auch am besten aus. Ich finde das Ritual auch schöner, also die Ritualzauberkarte, als beim schwarzglänzenden Soldaten und dann natürlich die Incoming. Und ich würde sagen, die zweite Box, die machen wir im zweiten Video. Wir sind schon bei 20 Minuten, das ist mehr als genug. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin auf jeden Fall, ja, relativ happy, mal wieder meine Karten ein bisschen durchgesehen zu haben. Und ich denke, ich werde das Ganze auch als Premiere starten. Ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.